hat seine Arbeit sehr ernst genommen. Er hat auch sehr darüber gesprochen, über eine bestimmte Ordnung. Er hatte ein bestimmtes Verhältnis auch zur Ordnung am Theater. Ich konnte annehmen oder Deutschland verlassen. Ich beherrschte keine Fremdsprache und hatte keine Freunde im Ausland. Weil ich wusste, welche Bedeutung Gustav dem Handel beimaß, lasse ich die Romanfigur Hendrik Höfgen in genau dieser Rolle scheitern. Warum wirft Klaus Mann Gründgens etwas vor, was jeder Schriftsteller, jeder arbeitende Mensch haben muss, was auch sein Onkel hatte, was sein Vater hatte? Warum wirft er ihm Ehrgeiz vor? Er hat, glaube ich, nicht verstanden, dass Gustav Gründgens auf der einen Seite von Stufe zu Stufe gestiegen ist, während er unter unendlichen Mühen immer wieder neu den Ansatz machen musste im Exil. Und das war, glaube ich, sein Problem. Er hat sich ständig mit einem Mann verglichen, der auf einer ganz anderen kreativen Spur war als er selber. Er hat aber sich auch nicht verziehen, dass ihn dieser Mann so fasziniert hat. Seine Sätze kamen staccatohaft. Er wirbelte über die Bühne wie ein Tänzer. Man glaubte ihm, dass er alles vermochte. Man ist eifrig dabei, die dargestellte Person zu entschlüsseln. Mutmaßungen über das Privatleben des seit kurzem mit Marianne Hoppe verheirateten Generalintendanten und die schwarze Venus im Roman verbreiten sich schnell. Die letzte resignierte Geste nach oben, bevor das Spiel endet, sagte alles.